Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Cult of the Lamp. Und ich muss euch in Anführungszeichen eine traurige Mitteilung machen. Ich habe jetzt mal die letzten Tage so ein bisschen auf mich geguckt, auf meine Zeit geguckt. Und ich muss tatsächlich sagen, momentan ist es ein bisschen viel alles. Das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Cult of the Lamp mit der 20. Folge, also drei Folgen sind das noch, erstmal pausieren, einzustellen, ich weiß es nicht, aber ich muss irgendwo, ich sag mal, ein bisschen kürzer treten. Und da, ja, da muss ich jetzt quasi die Projekte absägen, die sehr lange dauern und die nicht so viele Views in Anführungszeichen bringen. Und wo ich auch einfach keine Zeit für habe. Und das tut mir sehr leid, weil ich weiß, dass die Leute hier, die das gucken, sehr gerne gucken. Aber es ist jetzt halt so. Das tut mir sehr leid. Deswegen, wenn ihr noch verewigt werden wollt, ist das jetzt quasi die letzte Möglichkeit, noch im Spiel verewigt zu werden. Einfach Bescheid sagen. Ihr wisst, wie es geht. Einfach Kommentar schreiben. Und dann machen wir das noch sehr gerne. So, und ich überlege gerade, was kann ich da nochmal. Also wahrscheinlich werde ich das Spiel privat weiterspielen, weil da kann ich mir das halt ganz anders auch einteilen. Kann ich auch einfach mal einen Monat nicht nichts machen im Spiel. Aber das geht halt sonst nicht so einfach. Was ist mit dieser großen Unterkunft? Kann ich mir die angucken, was ich dafür brauche, um es zu bauen? Nein. Aber die stürzt immerhin nie zusammen. Dafür brauche ich aber erst ein Heilquartier. Ja, komm, dann machen wir das. Nee, aber tatsächlich, es wird generell so ein bisschen, sag mal, Änderungen an meinem Kanal geben. Da arbeite ich gerade auch mit meinem Talent Manager so ein bisschen dran. Und der hat auch gemeint, Digga, mach mal ein bisschen low. Konzentrier dich mal auf ein paar Sachen. Und das werde ich jetzt auch tun, auch für meinen Seelenfrieden, so für ein bisschen, weil ich habe momentan, also wirklich, meine Freizeit besteht gerade einfach zu viel aus YouTube. Das tut mir nicht gut, das habe ich jetzt leider gemerkt. So. Das hier wollten wir uns ja angucken, die Krone. Kranke Herzen, die waren schon cool. Aber irgendwie. Stimmt, das habe ich ja gemacht. Das habe ich noch gar nicht benutzt. Aber irgendwie, das spricht mich jetzt alles nicht so an. Aber ich glaube, ich mache das hier mit dem kranken Herzen. Oh, mein Näschen kitzelt mich gerade. Sehr gut. Grundfähigkeit freigeschaltet. Du beginnst jeden neuen Kreuzzug mit einem kranken Herz. Kranke Herzen fügen allen Gegnern im Raum Schaden zu, wenn du getroffen wirst. I know. Gut. Einfach mal eine Predigt durchführen. Habe ich heute schon gemacht, okay. Dann, was kann ich noch tun? Achso, die. Mal komm, dann esse ich das jetzt einfach mal. Ja, dann kriege ich ein blaues Herz. Ja, super. Hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. Ich glaube, ich gehe mir kurz mal ein bisschen vielleicht noch Fisch entschieden. Wobei, brauche ich das gerade? Bin mir nicht sicher. Ja, komm, ich mach lieber einen Run. Wir haben ja immerhin schon ein weiteres Level freigeschaltet. Okay, was ist das für eine Waffe? Achso, das sind diese Krallen, die Vampirkrallen. Vampirpanzerhandschuhe.
Oh, das ist gut. Die Giftwaffen finde ich eigentlich immer alle gut. 10% Crit-Chance, so finde ich nicht so verkehrt. Opfer für eine weitere Karte nehme ich auch mit. Okay, die Karten waren jetzt bisher alle nicht gut. Also nicht so gut. Das hat gezimmert. So, war der letzte. Okay, schlauchiges Level. Das sind sehr dankbare Gegner, muss ich sagen. Okay, wobei, wenn viele davon sind, könnte es vielleicht unangenehm werden. Aber so in der Masse, also 4 Stück easy. Wenn die dann aber überall rumfliegen und explodieren, dann könnte es wirklich unangenehm werden. So. Jede Menge Münzen. Fast schon wieder auf Null raus. Ach guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Habe ich komplett übersehen gerade. Deko und die brauche ich aus Edelstein. Da habe ich ja in letzter Folge schon ein paar von gefunden, aber jetzt auch nicht so mega viele. Shit. Mal schauen. Gut, eigentlich könnte ich jetzt versuchen, das Gift machen zu lassen, aber nee, das dauert zu lang. Oh, guck mal, Rüten. Rote Beete. Rote Rüben. Isst ihr gerne rote Beete? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich schwanke immer zwischen so frisch gekochte von der Mutter von meiner Freundin. Die schmeckt immer sehr lecker, aber aus dem Glas, die Standard aus dem Glas, die mag ich überhaupt nicht. Ist immer so bitter und erdig. So. Ah, guck mal, Holz. Ich nehme definitiv das Holz, weil ich habe auch gerade keinen Namen, wo ich irgendwie jemanden nach benennen könnte. Deswegen, wenn ihr noch nicht verewigt seid und verewigt werden wollt, wie gesagt, schreibt es in den Kommentaren. Natürlich mit dem Namen, mit dem ihr verewigt werden wollt, mit welchem Tier, mit welcher Farbe. So, Fragezeichen, was ist Fragezeichen? Oh, was Neues. Hallo. Hey du, ich hab von dir gehört. Du bist der Anführer von diesem Kult. Wenn du was springen lässt, bin ich vielleicht in der Lage, die Loyalität eines deiner Anhänger zu erhöhen. Ja, aber was springen? Da war doch letztes Mal, glaube ich, auch wieder ein Meckerer unterwegs. Da habe ich das falsch im Kopf. Da kommt dann immer Blackstyle. Der ist ja noch neu. Bitte sehr, die Fröhlichkeit selbst. Aber was habe ich dafür jetzt bezahlt? Okay, hier kann ich leider auch nichts kaputt machen. Hier gibt es aber auch nichts Interessantes. Habe ich hier, übrigens, ob das hier ein Unterwasserlevel quasi gerade ist, weil von oben kommt die Lichtbrechung. Deswegen haben wir hier die Muster auf dem Boden. Ich weiß nicht, wer schon mal getaucht ist irgendwie in einem sehr klaren Wasser, der kennt das. Und hier überall die Quallen und das Seegras. Also eigentlich sind wir hier gerade unter Wasser, ne? So, und wen haben wir hier als Gegner? Weil das letzte Mal bin ich nicht mehr bis zum Endgegner gekommen, da habe ich es vorher verkackt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das die gleichen Gegner waren, aber ich glaube, die waren nervig.
So. Ja, komm. Ich verstehe gerade noch nicht so hundertprozentig, wie diese Bällchen fliegen. Aber okay. Überschaubar. Alter, okay, die Axt macht natürlich eine Menge Schaden. Das hatten wir noch gar nicht, glaube ich. Das will ich haben. Ich will es zumindest mal ausprobiert haben. Geister, die angreifen dann. Hört sich erstmal interessant an. Ich hoffe, sie taugen auch was. So, wiederverwerten. Genug Eifer für Flüche habe ich auch. Boom. Kann man einfach mal ausprobieren. Lol. Okay. Interessant. Okay. Gibt es hier irgendwo noch Karten? Warte mal, da sind Schwerter. Hängen da vor der Tür. Was ist da? Gibt es Waffen? Das ist der Schmied. Ja. Okay. Zum Vergleich. Ja, komm, ich nehme die. Der macht halt ordentlich Damage, ne? Wenn ich damit treffe, kriegt man auch einen schweren Gegner recht schnell klein. Gut, das waren jetzt keine schweren Gegner, aber ich glaube, das Prinzip sollte klar sein. Ich vermute, hier unten geht es dann schon direkt zum Endboss. Scheiße. Ja, die haben alle keine Schnitte. Ein Herzchen wäre noch gut gewesen. Shit. Das wird wieder eine knappe Kiste. So, hier geht's zum Boss. Saleus. Scheiße. Ja, das war dann eher nicht so gut. Oh, und ich habe so viel von dem Holz verloren. Schade, ey. Ja gut, ein bisschen Holz habe ich aber. Das heißt, ich kann noch einen zweiten von den Holzblöcken bauen. Kann ich vielleicht noch einen dritten bauen? Nee, das geht leider nicht. Aber den hier erstmal aufbauen. So, repariert. Na guck mal, aber der hat auch immerhin 7 schon mal wieder gemacht. Die ziehen alle eine ganz schöne Fresse. Ich versuche schnell noch eine Predigt durchzukloppen. Ich will ja nicht, dass die unglücklich sind. So, sehr gut. Vielleicht noch ein Ritualchen hinterher. Was können wir machen? Das erhöht. Na gut, nee, da brauche ich viel zu viel Holz für, aber das würde halt massiv den Glauben erhöhen. Gehirnwäsche? Nee. Irgendwas, was ist billig? Ich glaube, ich mache das tatsächlich mit den Fischen.
Sind die alle so pissig? Muss gleich mal mit denen reden. Ah, die werden alle schon wieder ziemlich schnell, ziemlich alt. Die sind richtig mies drauf. Oh Scheiße, ich habe die alle geweckt und vom Schlafen abgehalten. Das ist der Hauptgrund, glaube ich. Jo. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ja gut, dann gehe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen Geld vermehren, ne? Ich erstmal einen Tick angeln. Ach, ich mag diese Angelmechanik nicht. Ist genauso wie bei Stardew Valley, habe ich ja schon mal gemeint. Manchmal klappt es gut, manchmal klappt es überhaupt nicht gut. Aber hier ist es relativ einfach, das geht noch, aber ich finde es so langweilig. Vor allem, da verstehe ich es meistens nicht. Also, was sagen hier die großen und die kleinen Fischsilhouetten? Bringt ein großer Fisch mehr? Weil da habe ich auch nicht so das Gefühl. Es war gerade eben kleiner, den ich hatte. Es waren irgendwie 4 Fische, jetzt sind es 3. Oder vielleicht war es vorher auch 3, aber ihr versteht, was ich meine. Also es ist halt nicht der Unterschied, ne? So gar nicht, um genau zu sein. Boah, sind die schlecht gelaunt. Also falls jemand weiß, was das für einen Unterschied macht, hier große oder kleine Fische zu fangen, gerne in die Kommentare schreiben. Ich verstehe es nämlich noch nicht. Komm, der große. Nein, jetzt ist es wieder der kleine, der Minifisch. Da waren jetzt auch kleinere Fischchen dabei, aber... So, einmal werfe ich sie noch rein und dann ist gut. Und jetzt will ich ein Hai haben, bitte. Na gut. Also irgendwie, ich check's nicht, was da der Vorteil oder der Nachteil ist. So. Ich kaufe jetzt erstmal hier einen Haufen davon, einen Haufen davon, einen Haufen davon. Also Fische und Oktopusses. Und Tintenfische. Und die werden jetzt erstmal verkloppt. Was kann ich für dich tun? Ja, ich weiß, dass hier Skeptiker sind. Nee, ich will keine Abtrünnigen. Boah, sind die alle pisst, ey. Das ist halt der Hammer. So. Money. Mach euch jetzt erstmal lecker Fresschen. Also versuche ich das. Vielleicht kann ich sie mit Essen überzeugen. Vielleicht muss ich mal jedem von dem einen Segen verpassen oder so. Du, mein Freund, kommst erstmal direkt in den Knast. Und wirst umerzogen. Lol. Das finden sie alle sehr lustig. So, was kann ich für dich tun, mein Freund? Wer bist du? Mufke. Der Glaube an das Lamm hat einen absoluten Tiefstand erreicht. Du musst den Glauben cool wiederherstellen oder wir werden in Massen abwandern. Ja, das ist definitiv ein Ding. Das Problem ist, ich kann jetzt gerade überhaupt keine
Oder doch, kann ich. Ich kann eine Predigt machen. Stimmt, ist ja nächster Tag. Komm, ihr müsst besser gelaunt sein. Naja, immerhin. Ein Ritual. Vielleicht muss ich doch irgendwas machen, das die total happy macht. Komm. Ich gehirnwasche euch mit Pilzen. Dann habe ich das Problem erstmal nicht. Alles schön aufessen. Ich mag diesen Farbeffekt. So, ja gut, so. Brav, alle sind gut drauf. Halbwegs. So, wie viel Holz liegt hier rum? Ich wette, ich kann noch einen Holzblock dahin packen. Ja. Ich baue die quasi schon mal auf Vorrat, ey. Stein. Steinbutze mache ich auch noch. So, wie sieht es hier eigentlich aus mit der roten Beete? War das jetzt zum Einpflanzen oder zum Essen? Wahrscheinlich habe ich die eh schon verwurstet. Ich muss gleich mal gucken, hier die Farm. Stimmt, die hatte ja auch noch die Level 2 Farm. Die muss ich auch noch bauen. Naja. Das ist keine rote Betensamen oder so ein Kram. Muss hier Farm. Stufe 2 ist die hier. Brauche ich 10 Bretter für. Okay, so viel habe ich überhaupt nicht. So. Alle bitte mal schön. Genau, alle schön arbeiten gehen. Das ist gut. Und dann werde ich mich jetzt sehr stark darauf konzentrieren, hier alles mal auszubauen. Ich glaube, das bringt mich dann deutlich weiter als zu versuchen, irgendwie in der weiten Welt Material zu bekommen. Naja, aber gut. Das war's dann tatsächlich für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.